Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ganz ehrlich, wer hätte das gedacht, dass es jemals ein Panther 2 Replay in IKR schafft, eure krassesten Replays. Ich meine, bei einem Panther 2 Replay kann man eigentlich schon bei 2000 Schaden davon ausgehen, dass es krass gespielt war, weil der Panther 2 wahrscheinlich in der Reihe der schlechteste Medium ist. Wenn wir mal VK3002M, ist ein brauchbarer Sechser, der Panther wahrscheinlich der stärkste 7er Medium, E50 ein saugeiler 9er, E50M ein sehr, sehr geiler 10er, beide wurden ja auch noch gebufft. Und dann haben wir hier dieses wundervolle Prachtstück Panther 2. Auch der wurde gebufft, hat jetzt 280 Alpha-Schaden bekommen auf der 8.8er, aber das war es dann auch. Panzerung nicht vorhanden und ja, ich denke, ihr wisst alle, wovon ich rede. Jeder, der schon mal den Panther 2 gespielt hat, selbst mit dem Buff. Die DPM ist jetzt super, ja, keine Frage, aber alles andere, mh. Deswegen war ich relativ verwundert, als ich das erste Mal meine E-Mails aufgemacht habe und dann dieses Replay gefunden habe und dann den Score gesehen habe. Klar ist er jetzt hier Top-Tier, wir haben auf beiden Seiten 4-8er, wir haben eine ganze Menge 7er, aber ich denke, erstens hat er das Maximum hier aus seinem Panther 2 rausgeholt, ohne zu viel zu spoilern. Und zweitens, muss ich sagen, hat er das auch sehr gut gespielt. Ja, nach links geht es jetzt hier nicht unbedingt weiter. Aber er versucht jetzt hier in die Mitte zu fahren. Also ist ganz außen gespawnt. Schlecht ist das Spawn jetzt für die Mitte. Deswegen, ich denke, ich hätte das genauso gemacht. Jetzt hier versuchen von außen in den Donut. Immer wenn die Leute dann jetzt hier die fragenden Blicke bekommen, was ist der Donut? Das hier, das ist der Donut. Das hier ist die Mitte. Und vom Donut aus hier kann man, wenn man hier hochfährt, sehr gut die Mitte bearbeiten. Also, er ist Top-Tier. Er hat natürlich eine gewisse Verantwortung. Und er versucht das jetzt hier auch gleich wahrzunehmen, spielt das ziemlich aggressiv, genauso wie man das tun sollte als Top-Tier-Medium. Hat jetzt hier nach links geguckt, ob da noch was aufgeht, hat jetzt ganz zum Schluss noch die Su 100 M1 gespottet. Ich glaube, er hat sich kurz überlegt, ah, soll ich da schießen oder nicht. Die Crew scheint ganz brauchbar zu sein, zumindest hat der Max Sichtweite, fährt hier ohne Ration mit Feuerlöscher und da hat er schon den T29 verpasst. Weiß nicht, der sah eigentlich aus, als wenn er hätte treffen müssen. Vielleicht ist da was vor dem T29 lang gefahren, was er getroffen hat. Schöne, faire High Roll. Ah, vielleicht noch ein Schuss rein da. Ah, okay, eine Low Roll, eine High Roll, eine Low Roll. Das klingt fair. Sind wir schon mal bei 582 Schaden. Jetzt hätte ich vielleicht ein bisschen tiefer angehalten oder versucht, ein bisschen höher zu fahren, um da nicht in die Säule reinzuschießen. Weil, wer kennt sie nicht? Diese griechischen Säulen, die einfach 8-8er Geschosse auffangen, wegtanken wie nichts Gutes. So, 900 Schaden, da spielt er gerade gegen sein Pendant, den Panther 8-8. Der ist ja auch gebufft worden, hat jetzt auch 280 Alpha Schaden, also so ziemlich ähnliche Kanone. Nur, dass sie nicht so hässlich lang ist wie beim Panther 2. Diese auch sogenannte Pinocchio-Kanone. Ich bin jetzt optisch nicht der allergrößte Freund davon. Ich finde, das sieht ein bisschen daneben aus. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich Geschmackssache. So, 0:0. Sein Team, muss man sagen, Hut ab. Hat sich gut verteilt. Er spottet hier auch immer wieder den Panther 8-8. Wird dabei zwar auch gespottet. Beide Panther haben natürlich keinen Tarnwert. Also da braucht man sich jetzt auch nichts vormachen. Nimmt jetzt hier den Panther 8-8 raus. Hat ihm mal ganz kurz gezeigt, wer hier der wahre Pantherfahrer ist. 1700 Schaden hat er schon auf der Uhr. Sein Team liegt 1-2 hinten. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass hier hinten die Gegner diese neue H9-Position sehr gut bespielen. Außerdem ist im Gegnerteam auch Otto Karius, der das Ganze in seinem Jagdpanther von hinten wahrscheinlich befehligt. Bis jetzt ist der Jagdpanther noch nicht aufgegangen, aber wie gesagt, allein die Tatsache, dass sie Otto Karius im Team haben, ist natürlich ein extremer Vorteil für das Gegnerteam, muss man hier sagen. Oh. Aufgrund seines Bots ist jetzt ja auch die Arti rausgegangen. Der einzige RNG-Faktor in der Runde. Und das ist natürlich jetzt eine gute Situation, um hier weiter das Feld aufzuräumen. Er ist jetzt sehr aggressiv nach vorne gefahren. Geiert da hinten auf den T3485. Zappelt da ein bisschen, also das Aiming. Es sieht ein bisschen aus,
ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich mit deutlich mehr FPS aufnehme, als er spielt, aber es sieht ein bisschen aus, als wenn er eine sehr hohe Sensitivity auf der Maus hätte, was es dann doch manchmal ein bisschen schwer macht, diese Schüsse gerade zu halten. Also so das Aiming sieht ein bisschen zitterig aus, wenn ich das so sagen darf. Falls du dieses Video siehst, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, mit was für einer DPI du deine Maus spielst, weil das sieht aus, als wenn du mit einer sehr, sehr hohen Sensitivity spielst. Bedeutet, dass es schwer ist, diese kleinen Schüsse ordentlich gerade zu halten. Aber er macht das hier gut. Er stellt sich auch immer, da müsst ihr mal drauf achten, er stellt sich auch immer in die Mahlzeitstellung, um seiner Wanne den größtmöglichen Winkel anzubieten. Guckt das, was er hier macht. Ja, nennt man die Mahlzeitstellung, steht sogar in der Tigerfibel, also in der historisch originalen Tigerfibel drin, wie man das zu machen hat mit den deutschen Panzern. Und weil er sich so anwinkelt, gut, der P-43 Ter, der schießt jetzt gar nicht, aber er kriegt so den besten Winkel für seine Unter- und Oberwanne, juckt den Ter jetzt nicht, der da getrackt steht und sich abfahren lässt, der macht trotzdem noch einen Schuss. Aber grundsätzlich gibt euch das die größtmögliche Chance, auch im Panther 2 was zu bouncen. Mit dem Tiger funktioniert das ähnlich, mit dem Panther 1 würde ich das genauso spielen. Also immer wenn ihr im Offenen stellt euch leicht schräg. Jetzt hier der Tiger 2, Schwächeanfall, aber Combat Tank ist ein Ehrenmann. Holt hier den Tiger 2 wieder mit dazu, der Tiger 2 mit Stockturm. Ich glaube, es sieht sogar aus wie Stockkanone. Und wir wollen mal schauen, ob das jetzt das Team vorangebracht hat. Diese neu gewonnene Vitalität, die neu gewonnene Lebensenergie vom Tiger 2. Nee, hat jetzt nicht so viel gebracht. Hat seine letzten paar HP, die er noch hatte, dann auch gleich dankbar weitergereicht. Aber gut, trotzdem ist ihm das hier aufgefallen, dem Combat Tank, dass sein Teammate Hilfe brauchte. Manchmal bringt es halt trotzdem nichts, weil die Leute trotzdem den Weg des geringsten Widerstandes finden und ihre HP dann freiwillig an das Gegnerteam verschenken. So, Ferdinand auch keine AP mehr, nur noch 15. Er muss jetzt ein bisschen aufpassen. Hinter sich hat er den T-34-85, der da immer um die Ecke geiert. Und vor sich hat er Lansen und Komet. Ah, wunderschöner Schuss auf den Komet. Der stand da wahrscheinlich auch schon und hat gegeiert. Schöner Blindschuss hier. Wir sind mittlerweile bei 3 Kills, 2900 Schaden. Und ich finde es auch gut, wie umsichtig hier Combat Tank unterwegs ist. Weil er erstmal den T-34-85 komplett ignoriert hat, versucht da hinten den Tiger 131 und Super Hellcat zu unterstützen. Hat den Komet auch rausgenommen, nur der Lansen C lebt da jetzt noch und hat sich jetzt gedacht, okay, das müssen die beiden jetzt alleine schaffen. Ich kümmere mich mal hier um den T-34-85. Also er ist jederzeit, man merkt das, er ist jederzeit bei der Sache. Er weiß ganz genau, was er tut und wo er jetzt gerade den nächsten Gegner angehen muss. Spielt sehr gut mit der Minimap, muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Hinten steht noch eine ISO und wie gesagt, der Jagdpanther, der wurde jetzt hinten mit der Su-100 M1 gespottet. Mal gucken, was Otto Karius hier noch mit in die Runde reinwerfen kann. So, auch hier jetzt wieder sehr aggressiv, auch wenn es zwei Sechser sind, die können natürlich, wenn sie beide auf ihn schießen, aber die achten gar nicht auf ihn. Da wäre jetzt vielleicht sogar eine HE geil gewesen auf den Type 64, aber ich glaube, er hat damit gerechnet, dass der T-34-85 da nochmal rumkommt. Und jetzt macht er das gleiche wieder, schön wieder in die Mahlzeitstellung reingehen, dem Gegner wieder den schlechtmöglichsten Winkel anbieten. Wenn jetzt hier nochmal einer um die Ecke guckt, dann sollte das dann auch gewesen sein. 9:10, also er muss hier tatsächlich auch was tun. Also das war jetzt ein bisschen übermütig von dem Type 64. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, da nochmal quasi in die deutsche 8-8 reinzugucken. Das endet dann meistens mit einem kurzen Blitz und dann gehen die Lichter aus. So, 12:10. Sein Team hat wieder Oberhand. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Da kommt Otto Karius persönlich. Er hat von dieser heldenhaften Leistung des Panther 2 gehört, der jetzt schon 4300 Schaden hat. Wollte sich jetzt mal selbst überzeugen. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ein deutscher Panzer, der hier regelt. Und ja, vor lauter Ehrfurcht schmeißt jetzt sogar Otto Karius seinen Panzer weg, indem er versucht, hier einen Panther 2 anzugehen. Auch ein bisschen verwerflich, dass er hier versucht, mit dem T-34-85 zusammenzuarbeiten, der hier jetzt quasi nochmal einen Schuss angebracht hat. Combat Tank geht mit seinem Panther 2 wieder in die Mahlzeitstellung, fährt sogar noch mit dem Heck leicht nach hinten hoch, das heißt seine Unterwanne bekommt noch einen besseren Winkel, hat jetzt hier einen wichtigen Schuss vom T-34-85 gebounced, der von APCA auf AP gewechselt hat, keine Ahnung, warum er das getan hat, aber auch hier jetzt nicht ganz so gut, da hätte er vielleicht nochmal ein bisschen Meter machen sollen. Jetzt nur noch die ISU,
gegen den Panther 2. Eigentlich egal, wie viel HP er noch hat, weil die ISO, wenn sie trifft, hustet sie ihn sowieso weg. 5200 Schaden, 6 Kills hat er hier schon gemacht. Also bis jetzt unglaublich gute Runde für den Panther 2. Da waren auch noch der ein oder andere Blindschuss vielleicht dabei. Also mal schauen. Und also man muss sagen, einfach von vorne weg gut gespielt. Auch wie gesagt, auch das muss man erstmal drauf haben mit dem Panther 2 als Top-Tier. Schön den Druck auf das Gegnerteam aufgebaut, schön die Gegner in der Anfahrt zum Zentrum gespottet, zur richtigen Zeit hinten ausgeholfen auf der J5, J6 Position. Jetzt auch diese 1 gegen 2 Situation mit Jagdpanther und T-34-85. Auch wenn es beides niedrigere Stufen waren, das muss man erstmal hinkriegen und da muss man halt auch erstmal den Blick fürs Wesentliche haben. Und jetzt zum Schluss gönnt er sich hier noch die ISO, keine Ahnung, ob die jetzt AFK war, aber über 6000 Schaden gemacht, 6 Kills mit dem Panther 2. Ja, ich habe bis jetzt noch keine anderen Replays gesehen vom Panther 2 mit ähnlichen Werten. Wie gesagt, Top-Tier hin oder her, aber ich muss sagen, auch schön die ganze Zeit mit der Panzerung gearbeitet, um nicht unnötig HP gegen Sechser zu verlieren. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, das, was mir am besten gefallen hat, da können sich viele Top-Tier-Spieler mal eine Scheibe von abschneiden, weil gerade auch, wenn ich in so einer Luxussituation bin, da sind dann viele so, oh, Panther 2, das ist aber eher ein Sniper. Na, ich fahre mal auf eine TD-Position. Nee, genau so wie das jetzt hier Combat Tank gespielt hat in seinem Panther 2, sollte man das als Top-Tier machen. Sich nicht irgendwo hinten verstecken, sondern versuchen gleich von vornherein Druck auf das Gegnerteam aufzubauen. Druck, Drall und Geschwindigkeit. Hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, sieht man auch nicht so häufig, dass ein Panther 2 hier komplett reguliert. Von daher sehr, sehr geile Runde. Und ich würde sagen, wir schauen mal auf die Postgame-Stats. Ja, und was das für eine Runde war. Panzer Ass haben wir bekommen. Wir haben die Spartaner-Medaille, Großkaliber und die Top Gun. Und ja, ihr seht es hier schon, da ist noch einiges an Blindschaden geflogen. 6331 Schaden. Gucken wir mal ganz kurz auf die Teamscore. Also dreimal so viel Schaden wie der zweitplatzierte Ferdinand und wir haben hier auch ein paar Leute mit null Schaden. Also das war, denke ich, eine würdige Top-Tier-Runde. 1637 Basiserfahrung im Panther 2 mit 6 Kills. Also wirklich Hut ab, hat mir gut gefallen und zwischendurch dann auch noch das Auge für den Mitspieler gehabt, der da, ja, der Tiger 2 mit Stockturm, Stockkanone dann auch noch sich auf die Seite gelegt hat und auch da, wie gesagt, kurz mal in der Vorbeifahrt ihn wieder aufgestellt, auch wenn er jetzt nicht so viel mehr damit angefangen hat, der Tiger 2. Trotzdem sowas dann noch in der Hitze des Gefechtes einfach zu sehen, kurz zu helfen und dann weiter zu kämpfen. Also bitte beide Daumen hoch, auf jeden Fall. Gucken wir noch mal ganz kurz auf den detaillierten Report. 33 Mal geschossen, 28 Mal getroffen, 26 Mal penetriert, also auch ein super Trefferergebnis. 50.000 Credits gab es dafür in knapp 10 Minuten und ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die nächste Runde. Ja, das nächste Match findet statt im Centurion 7-1. Der ist im Platoon, also Iceman ist im Platoon mit Columbo, einer Badgehead, 25 Tonnen AP. Und ich habe, muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja schon länger kein EKR mehr gemacht und ich habe super viele richtig gute Replays zugesendet bekommen. Da waren wirklich schmucke Dinger dabei. Warum habe ich mich jetzt für die entschieden? Weil es einfach der Panther 2 erst jüngst gebufft worden, aber auch ein Panzer, den man sonst sehr, sehr wenig sieht, weil er halt auch gerne übersprungen wird mit freier Erfahrung. Da musste ich einfach als Fan der deutschen Panzer sagen, komm, das geht in EKR rein. Und beim Centurion 7-1 ist das so eine ähnliche Geschichte. Es ist ein Panzer, den man auch nicht so häufig sieht. Viele Reihen sind tatsächlich ein bisschen interessanter für die Leute. Der Centurion 7-1, genauso wie später der Centurion Action X, die sind eigentlich gute Allrounder, gar keine Frage, aber es gibt dann halt immer noch Panzer, die bestimmte Sachen besser können. Ich zum Beispiel fahre lieber einen AMX-30 auf Stufe 9 oder einen E-50. Der Centurion 7-1 zeichnet sich halt dadurch aus, dass er eine sehr, sehr geile 105mm Kanone hat, 268 Durchschlag, aber auch eine sehr schlechte DPM, lädt sehr lange nach. Die Premium-Munition hier ist keine Heat, sondern Hash, also eine spezielle Form der HE-Munition mit 210 Durchschlag. Und wenn ihr das Ziel penetriert mit der Hash, macht ihr 480 Schaden. Erstmal jetzt hier schöner Treffer auf den T-54. Wir sind in einem Angriffsverteidigungsgefecht. Bedeutet, Iceman
ist hier zusammen mit seinem Buddy Colombo dabei zu verteidigen. Das Gegnerteam muss angreifen. Und das ist natürlich gerade hier auf die Flanke, auf der er gefahren ist, ein Geschenk für den Centurion 7-1. Und Iceman zeigt auch jetzt hier in dieser Runde, würde ich sagen, sehr gut. Und auch deswegen war das jetzt hier eine einfache Entscheidung für mich, dieses Replay zu nehmen. Einfach um vielleicht auch, weil ich selber den lange nicht mehr auf meinem Kanal gefeatured habe, den Leuten nochmal so ein bisschen zu zeigen, hey, wie spielt man den eigentlich? Man sollte immer versuchen, die Wanne zu verstecken, die Schüsse immer ordentlich durchzielen, weil die Kanone, wenn ihr die Schüsse nicht voll durchzielt, ist eine Diva. Wenn ihr es schafft, eure Wanne zu verstecken und nur mit dem Turm zu arbeiten, habt ihr eigentlich einen sehr, sehr brauchbaren Turm, also eine sehr gute Panzerung. Wie gesagt, der Schwachpunkt des Panzers ist ganz klar die Wanne. Und das Problem ist, wenn ihr in der Wanne getroffen werdet, das wissen sicherlich auch viele von euch, das ist beim Centurion 1 so, das ist beim Centurion 7-1, aber auch beim Centurion Action X so, ihr werdet extrem schnell geammoracked. Deswegen solltet ihr immer versuchen, euch so niedrig wie möglich zu halten. Ich glaube, er hat jetzt darauf spekuliert, da oben hochzufahren, weil der T-54 weggefahren ist und diese Position da oben, diesen TD-Hügel zu besetzen. Aber der Super Pershing sagt no. Und ihr seht das jetzt hier, trotz voll eingezielt, hat er jetzt schon arge Probleme da, den Centurion, den Super Pershing zu penetrieren. Der steht auch wirklich gut da, muss man sagen. Auch er nutzt hier voll seine Turmpanzerung aus, seine Gun Depression. Und dann wird es recht schwierig, den Super Pershing da oben zu durchschlagen in dem Winkel. Man könnte jetzt versuchen, da direkt auf die Gunblende zu schießen. Ich würde jetzt gar nicht versuchen, oben auf den Kommandantenport zu schießen, sondern tatsächlich auf die Gunblende. 1:1 steht es. Das Gegnerteam sehr, sehr massiv im Zentrum der Karte unterwegs und da fallen jetzt auch gerade die Mitspieler wie die Fliegen. Ihr seht das, wir haben da eine rote Welle, die angreift. Emil 2, T-32, IS massiv unter Druck. 2:5. Sieht nicht so gut aus, muss man sagen. Und jetzt hat er sich ein Stück weit zurückfallen lassen an den Hügel, der, ja, denke ich, bestens prädestiniert ist, um hier die Gegner aufzufangen. Er kann zum einen Hulldown gegen die Stadt spielen, er kann Hulldown gegen die Panzer spielen, die hier übers freie Feld kommen. Was Iceman gut macht auf jeden Fall ist, er aimt die Schüsse immer voll durch. Das hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass er sich da wirklich auch die Zeit lässt. Auch hier jetzt wieder. Und dann ist die Centurion-Kanone tatsächlich brauchbar. Aber wenn ihr jetzt so Leute seid, die auch mal einen Schuss nur halb eingezielt oder mal aus der Fahrt treffen wollt, sowas kann der Centurion einfach nicht. Ja? Da braucht ihr dann sowas wie einen M46 Patton oder einen E50. Die können das aufgrund der Dispersion-Werte. Der Centurion 7-1, der hat halt eine Diva-Kanone, die aber, wenn sie voll eingezielt ist, ihre Schüsse auch trifft. Ihr seht das hier. Und ich denke, Iceman hat das schon ganz gut im Gespür, wie er das zu machen hat. Einfach die Schüsse voll durchzielen. Immer gucken, dass man den Aimkreis so klein wie möglich hält. Und dann sitzen die Schüsse auch beim Centurion 7-1. Man kann das noch ein bisschen unterstützen mit Rationen. Macht der Iceman hier, glaube ich, auch. Ich glaube, auch weil er unterwegs war zur dritten Gunmark. Von daher, wie gesagt, so spielt man den Centurion. Der Centurion ist auch aufgrund seiner schlechten DPM mitnichten ein Angriffspanzer, wo man jetzt wie mit einem Russenmedium oder so reingehen kann und man die Gegner mit der DPM besiegt, sondern man besiegt die Gegner mit dem Centurion 7-1 über die Positionierung. Man sucht sich eine geeignete Position, wo man halt Hulldown spielen kann, wo man die 10 Grad Gun Depression einsetzen kann, wo man die Gegner auch auf eine adäquate Distanz bekämpfen kann, weil wenn man sie erstmal an sich ranlässt, dann ist man halt meistens der Gelackmeierte mit der DPM. Von daher gefällt mir sehr, sehr gut, was uns Iceman hier anbietet an Gameplay mit dem Centurion 7-1. Das Gegnerteam, muss man sagen, tut ihm da natürlich auch einen Gefallen. Die kommen immer so einzeln oder in kleinen Wellen. 7:11, also da muss aber noch ein bisschen was passieren, wenn die beiden das hier noch gewinnen wollen. Colombo in seiner Bedjet spottet hier die ganze Zeit für Iceman. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er jetzt versucht, hier den Schaden zu lassen für Iceman oder ob er sich gerade im Reload befindet. Also so allzu viel Schellen von der Bedjet habe ich noch nicht gesehen. So, 8:11.
Und ich glaube, die beiden haben jetzt vor, hier oben den Tiger 2 und den T30 zu pushen, um sich die bessere Position hier zu schnappen. Auf der anderen Seite sollten sie ihren Cap nicht zu weit verlassen. Da ist jetzt eine Schussmöglichkeit auf den Scharfutur. Auch hier wieder voll durchgezielt, leider am Turm gebounced. Sein Mate in der Bedshed eröffnet jetzt auch das Feuer auf die Bedshed, auf den Scharfutur. Aber der Scharfutur, der überlebt das leider mit 336 AP, kommt nochmal weg. Jetzt nur noch Columbo und Iceman in ihren Panzern. Und hier den Indian-Panzer raus. Columbo müsste jetzt noch ungefähr 2 Schüsse haben. Vielleicht kann er den Progetto noch rausnehmen. Den Progetto kriegt er noch raus. Jetzt ist die Bedshed 25 Tonnen AP, aber im Reload. Und der Reload auf der Bedshed 25 Tonnen AP, der ist ewig, das sage ich euch. Fast eine Minute lädt er für die 6 Schuss nach. Und jetzt muss er versuchen, da irgendwie wegzukommen vor dem T30 Tiger 2. Es sieht aus, als hätte der Skoda T50 hier noch die Stockkanone. Das ist natürlich eine glückliche Nummer. Geht jetzt hier auf den... auf die Bedshed. Die Bedshed hat versucht, weil er wusste, er schafft es eh nicht mehr im Reload, hier nochmal durch Rammen Schaden am Skoda zu machen. Gibt somit Iceman die Möglichkeit, hier den Skoda rauszunehmen. Wir haben aber noch den T30, den Scharfutur. Er rechnet jetzt auch damit, dass der Scharfutur hier vielleicht noch pusht. Da ist er. Und da war er drauf vorbereitet. Sehr, sehr gut gemacht hier. Den 5. Kill rausgeholt. Tiger 2, T30. Waren... ja, der T30 hatte, glaube ich, sogar noch ein paar AP. Der Tiger 2 müsste auf jeden Fall One-Shot sein. Boah, der T30 kommt hier Full AP mit 1200 HP an. Und schießt aus der Fahrt auf den Turm mit der T30-Gun. Er hätte einfach nur stehen bleiben müssen und hätte jetzt hier Iceman auf jeden Fall 750 Schaden reingedrückt. Iceman kann sich auf jeden Fall noch eine vom T30 fangen, aber er sollte sich dann keine fangen vom Tiger 2. Der schießt auch daneben. Also mehr Glück geht hier in der Situation nicht. Der T30, er bounced schon wieder an Iceman. Also noch viel schlechter kann man das nicht spielen. Aber ich gönn's Iceman, weil er bis hierhin eigentlich eine nahezu fehlerfreie Partie gespielt hat. Und der T30, ja, gekauft. Gekauft ist er. Wieder ein Tiger 2 übrigens mit Stockturm. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar der gleiche war. Also man sieht... diese Tiger 2 sehr, sehr häufig mit Stockturm. Das tut mir immer so ein bisschen leid. Und dann, wenn man den dann ausgebaut hat, dann gehen die meisten Leute sofort weiter zum E75, anstatt sich vielleicht ein bisschen darüber zu freuen, dass sie den Tiger 2 jetzt endlich ausgebaut haben. Ja, hat jetzt hier 7 Kills gemacht und fightet hier gerade, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, um eine Kolobanov. Er war kurze Zeit alleine gegen 5, als quasi sein Mate rausgegangen ist gegen den Skoda. Da war noch der Skoda, Scharfutur, T30, Tiger 2 und die Arti. Also er war eine kurze Zeit alleine gegen 5. Das heißt, er spielt hier um eine Kolobanov. Das Gute, die Arti kann nicht mehr cappen und er ist der Verteidiger. Also wenn die Arti ihn jetzt nicht rausnimmt, hat er die Kolobanov safe. Aber ich würde so weit gehen und sagen, diese Angriffsverteidigungs-Kolobanov sind keine wahren Kolobanov-Medaillen. Also wenn er es jetzt hier nicht noch schafft, die Arti rauszunehmen, seine Radley Walter mit dem 8. Kill zu machen, dann würde ich sagen, ist das keine wirkliche Kolobanov, weil so viele Leute in diesen Angriffsverteidigungsmodus die Kolobanov geschenkt bekommen zum Schluss in solchen Situationen. Deswegen jetzt hier Iceman, ich will von dir den Kill an der Arti sehen, damit wir sagen können, die Kolobanov war verdient. Da steht die Arti, kurz einzielen, eine Hash ist geladen und er macht den Kill auf die Arti für 430, 8er Kill. In der allerletzten Sekunde gönnt er sich hier noch den 8. Kill, macht damit die Angriffsverteidigungs-Kolobanov zu einer echten Kolobanov-Medaille. Und 7000 Schaden, 8 Kills, ich würde sagen, gerade weil man so schön gesehen hat, wie man den Centurion spielen sollte. Die zwei ganz, ganz wesentlichen Aspekte. Ich wiederhole die jetzt auch nochmal, weil mich immer so viele Leute fragen, ey Maus, sag doch mal, wie spielt man den? Die Schüsse voll durchzielen, genauso wie das Iceman hier durchgängig gemacht hat. Und sich natürlich immer Positionen suchen, wo ihr eure Wanne verstecken könnt, wo ihr Halldown spielen könnt, wo ihr eure 10 Grad Gun Depression nutzt und die Gegner am besten auf eine größtmögliche Distanz angehen könnt, weil ihr halt im Centurion 7-1 zwar eine gute Kanone habt, auch einen guten Durchschlag, aber halt eine super schlechte DPM, also super schlechten Schaden pro Minute, weil ihr halt so lange nachladet. Ja, zum Schluss dann noch ein bisschen absolutes Botglück gehabt. T30
T30 zweimal gebounced. Okay, mit dem T30 sollte man aber auch nicht wirklich aus der Fahrt schießen, schon gar nicht, wenn man sich, während man in der Bewegung ist, dann auch noch von der kleinen Hügelgruppe runterfallen lässt, dann noch schießen. Ich denke, der Bounce war verdient, der zweite war dann irgendwie absolute Planlosigkeit und der Tiger 2, Aber wie gesagt, verdient gewonnen hier. Und ich würde sagen, auch hier werfen wir nochmal einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, und das war tatsächlich die dritte Gunmark für Iceman mit freundlicher Unterstützung von dem Columbo. Ich glaube, der hat ganz gut für dich gespottet. Werden wir gleich mal sehen. Panzerass ist geworden, Radley Walter-Medaille, Kolobanov-Medaille, Großkaliber und die Top Gun. Also schöner Medaillenregen hier. Herzlichen Glückwunsch zur dritten Gunmark auf jeden Fall. Gucken wir hier mal ganz kurz drauf. Knapp 7000 Schaden, 8 Kills, 1711 Basiserfahrung. Columbo hat auch seinen Teil dazu beigetragen und in den wichtigsten Situationen geholfen. Und vor allem hat er auch noch, denke ich, gute 2000 Schaden von dem, was der gute Iceman hier gemacht hat, gespottet. Also, habt ihr hier super zusammengespielt und bis zum Schluss das Team im Game gehalten. Und dann hat der Centurion mal so richtig die dicken Eier auf den Tisch gelegt und hier schön die Gegner weggeklatscht. Man muss sagen, hier auch der VK-100-01P sehr, sehr geiles Game gemacht mit 3300. Der Skoda 3000 Schaden, der Schar Futur mit knapp 3000. Also das waren alles andere als Statisten und von daher denke ich, ist die Leistung hier noch um ein höheres anzurechnen. Ich weiß, jetzt wird wieder viel Unverständnis dabei sein, warum ich jetzt gerade die beiden Replays genommen habe und nicht eure Replays. Ich habe diese beiden Replays tatsächlich genommen, weil sie erstens sehr gut gespielt waren. Also von der spielerischen Technik her kann man sich, denke ich, in beiden Replays viel abschauen. Und zum anderen waren das zwei Panzer, die schon so zum Teil ein bisschen out of meter sind, zum Teil in Vergessenheit geraten worden oder geraten sind. Und da war es mir auf jeden Fall auch eine Herzensangelegenheit, diese Panzer dann auch nochmal in einer geilen Runde zu zeigen. Und dafür nochmal danke an Combat Tank und Iceman, dass ihr mir diese Replays eingesendet habt. Wenn auch ihr ein Replay habt in vielleicht auch eher vergessenen Panzern, dann schickt das Ganze an mausakrobat@gmail. Ihr findet auch nochmal in der Videobeschreibung die E-Mail. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Beste Grüße gehen raus. Und nochmal vielen lieben Dank an die beiden Protagonisten.